Hallo ihr lieben Lichtkriegerinnen, hier grüße ich jetzt wirklich nur die Lichtkriegerinnen ganz herzlich. Also wenn ihr Interesse habt für die Jahresweiterbildung bei mir, schamanisches Profiling, wenn dich das interessiert, vielleicht noch ein paar Facts sozusagen, die nicht in der Beschreibung des Kurses stehen. Ich habe den auch nicht auf meiner Seite verlinkt, sondern nur in der Community und habe bisher noch keine Werbung gemacht. Also von daher, es sind auch erst 7 Plätze belegt, ein paar Plätze sind noch frei, es ist eine sehr kleine Gruppe mit 11 Frauen. Und ich möchte vor allen Dingen die Frauen ansprechen, die entweder schon ganz viele toxische Beziehungen erlebt haben und da echt einfach raus wollen, ja. Und damit meine ich nicht nur toxische Liebesbeziehungen, sondern eben auch berufliche oder wie auch immer, die einfach wirklich lernen wollen, ihren inneren Mann ein bisschen auf Krawall zu bürsten, ja. Und ihren Mann, inneren Mann so weit aufzustellen, dass er es schafft, die innere Frau zu schützen, ja. Genau, die spreche ich da an und wir wollen da also deswegen ins schamanische Profiling reingucken. Das heißt, wir wollen unseren Wert als Frau, ja, also unsere intuitive Seite, unsere Vorahnungsseite genauso nutzen wie unsere männliche Seite, unseren Verstand, also Analyse, Logik, ein paar Geschichten aus der Kriminalpsychologie, ein bisschen aus dem Face Reading und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das Zusammenschalten mit Intuition und eben auch dem Wissen um die 5 Ebenen, so darum soll es mir gehen. Und es geht mir vor allen Dingen in dem ersten halben Jahr darum, dass ihr euer Profil kennenlernt und das so genau, also dass ihr euer eigener Profiler werdet sozusagen und euer Persönlichkeitsprofil so gut kennenlernt wie kein anderer. Ja? Weil, also du musst dich besser kennen als jeder andere. Dann kannst du deinen Selbstwert selber bestimmen. Mich fragen zum Beispiel mal viele, ja, ach, du erzählst ja hier so viel und gibst so viel von dir preis, du machst dich angreifbar. Ich mache mich angreifbar für Vollpfosten, ja, aber wenn sie mich angreifen, sehe ich ja auch, dass es Vollpfosten sind. So, ja. Also, und ich bin nicht in irgendwelchen Strukturen drinne, wo mir das großartig auf die Füße fallen kann, wenn ich erzähle zum Beispiel, dass ich als Prostituierte gearbeitet habe. Ich habe meinen Sohn gefragt, ja, ob dem das irgendwie peinlich ist. Der, ach Mama, mach, weil der steht auch in sich, ja, so. Und das war die einzige Hürde sozusagen, die mich hätte einschränken können, ja. Aber da der auch so ein super Freigeist ist und einfach genauso sagt, ey Mama, du hast mir eins beigebracht, nämlich meinen Selbstwert nicht von anderen Vollpfosten bestimmen zu lassen. Also ist mir doch egal, wenn jetzt einer meint, meine Mutter zu verurteilen zu müssen oder was weiß ich was, ja, dann sieht er genau dasselbe wie ich. Wer ihn darüber angreifen will, statt Umstände zu verstehen und das, was das mit ihm oder mit mir gemacht hat, ja, der ist einfach ein Vollpfosten. Der ist ein dissozialer Vollhonk. Der hat null Tiefgang, null Empathie. Kann man abschreiben. So eine Leute sind also nicht wert, sich mit denen weiter zu beschäftigen. Das geht also, wenn man also sehr singulär für sich steht. In anderen Unternehmensstrukturen und so weiter und so fort ist das sicherlich schwierig. Auch das wird ein Teil der Ausbildung sein. Also wie funktionieren Rudelstrukturen von Shitstorm und Co., von Intrige, von Verleumdung. Bla. So, wie kannst du also sozusagen schauen, wenn du in so einem Büro, in so einem Zickenbüro arbeitest sozusagen, also ab wann ist das noch handelbar, wann musst du wirklich auch das Feld räumen, man muss manche Sachen, also nichts ist so wirkungsvoll wie Intrige, das ist schon so, die fällt zwar denen dann auch immer auf die Füße irgendwann, aber das kann eine Weile dauern. Trotzdem wirken auch in der Intrige göttliche Gesetzmäßigkeiten. Und das ist halt das Coole, so, wenn so eine Sachen kommen, auch was, also auch darum wird es in der Ausbildung gehen, was will dir Gott damit sagen, was will dein Lebensweg damit, oder also was ist deine Lebensaufgabe sozusagen, die du über diese Wunde wiedererinnerst, ja, die dir begegnet. Was sind Seelenteile, die da zurückkommen? Was ist dein karmischer Auftrag? Was ist dein Potenzial? Um all diese Dinge wird es gehen. Das heißt, in den ersten halben Jahr gucken wir uns ein paar Fälle an. Ich werde euch mitnehmen in nicht ganz so düstere Kriminalfälle. Wir werden auf jeden Fall ein paar Bücher zusammenlesen. Also vor allen Dingen den Robert Hare werden wir zusammenlesen und ein paar Sachen von Gregor Lange, also Einführungswerke. Viel werde ich mit euch über Filme arbeiten und zu erkennen, wer ist hier die Toxe, ja, wo, ab wann ging es los, wo hätte man eingreifen können und also, dass ihr sozusagen für euch selber überlegen könnt, aha, und eben auch mit euren eigenen Fällen, wo wären Eingriffsmöglichkeiten gewesen.
Ich glaube, dass diese Ausbildung und Weiterbildung vor allen Dingen für alle wichtig ist, die sich jetzt sozusagen in einem größeren Rahmen in den spirituellen Sektor begeben, weil hier die spirituellen Missbrauchsfallen immer größer werden, weil immer mehr Psychopathie unterwegs ist. Und das Krasse ist, die Psychopathen und Narzissten greifen dann immer die integeren Leute an und sagen dann, ne, du bist Narzisst. Also ganz ehrlich, Leute, also ich bin ja so oft als Narzisst, Psychopath, Borderliner und was weiß ich was beschimpft worden. Ist mir mittlerweile wupi, ich habe mich wirklich immun gemacht dagegen. Es ist sehr schön, weil ich eben weiß, was wirklich Narzissmus ist und was nicht und auch was ein gesunder Narzissmus ist und was ein pathologischer Narzissmus ist. Und ein pathologischer Narzissmus ist es, irgendwo reinzugehen und zu sagen, nee, 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 du sagst nicht dasselbe, was ich sage, also bist du Narzisst. So, tut mir leid, ja, und auf Fehlersuche bei anderen gehen, das ist einfach scheiße narzisstisch, aber gut. So. Das heißt, wie wirst du immun gegen so einen Dreck auch, ja? Und aber ganz wichtig, also die Leute, die ich vor allen Dingen erreichen möchte, sind Leute, die eben Heilungszentren aufbauen wollen, die Frauenkreise aufbauen wollen, weil also genau damit ging es bei mir schief. Da habe ich halt viel gelernt, also über den Missbrauch von Klienten, den Missbrauch von Klienten, Quatsch, und Kollegen. Bis hin zur Zerstörung meiner Praxis, hin zum absoluten Rufmord und so weiter und so fort. Ey, war schon echt krass, was ich da erlebt habe in der spirituellen Szene. Aber es war der Grundstein für diese Ausbildung. Von daher bin ich meinen Arschengelchen von damals auch sehr dankbar. Das war der Grund, dass ich mich also wirklich sehr tief in die Kriminalpsychologie eingelesen habe und einfach geguckt habe, okay. Wie kriege ich das mit meiner Spiritualität zusammen? Warum treffen die sich denn immer wieder? Ja? Warum gibt es immer wieder diese Täter-Opfer-Retter-Geschichten? Schlussendlich könnte man sagen, den Magnetismus von Diemer und Stockholm-Syndrom. Warum findet das immer wieder zusammen? Und warum kumuliert das auch gerade in der spirituellen Szene so? Das waren also meine Fragestellungen, mit denen ich da also rangegangen bin, weil ich also die Welt nicht mehr verstehen konnte, weil ich habe so viel Gutes getan für so viele Leute und bin so hart in den Arsch gefickt worden dafür. Also verraten, verleumdet, echt krasse Nummer, ja? Also was Leute so machen, um ihr eigenes Ego zu schützen und wie weit sie gehen, ja? Und den anderen dafür ans Kreuz hängen. Und wenn es Jesus Christus ist, ist es scheißegal. Das habe ich gelernt. Also das läuft da so in der spirituellen Szene ab alles. Und damit dir das eben möglichst nicht passiert, dass du also besser gucken kannst, und ich sehe das auch, also die Anfragen sind immer noch da, ne? Also wenn ich meine E-Mails so öffne, dann frage ich mich manchmal schon, was ist da so los? Ja? Also was und wie subtil die Sachen kommen. Das sind vor allen Dingen die Leute, die am Anfang ganz nett sind. Also wir werden ganz dolle drauf gucken, wo bist du anfällig für Flying Monkeys? Wo bist du anfällig für Lob und Tadel, statt von der Urquelle selbst gelenkt zu sein? So, also das wird so das erste halbe Jahr sein, dass wir wirklich also da reingucken, okay, ne? Vor allen Dingen ich werde da reingucken, was ist dein Profil? Wie funktionierst du? So. Und was sind, aber natürlich für dich, ne? So, und dann kriegst du ein schamanisches Profil von mir nach etwa einem halben Jahr. Wo du dann schauen kannst, wo eben deine Vermeidungsstrategien und deine Sachen sind, ja, wo du vielleicht überkorrigierst, wo du dein Trauma überkorrigierst, wo du vielleicht aber noch fett in der Traumareaktion hängst und das noch nicht mal blickst, ja. Und also wir werden viel mit dem Urmotiv und dem Urstoff arbeiten. Wie erschafft mein Urmotiv meine Umstände? Was ist mein wirkliches Urmotiv? Kriege ich das überhaupt mit? Habe ich das schon bewusst oder eher nicht? Genau, das gucken wir uns an. Und das zweite halbe Jahr wird dann eben also in dem Zeichen stehen, an diesem Profil zu arbeiten. Das heißt, also sich selber nochmal kennenzulernen und wirklich zu merken, also nach dem großen Aha-Effekt, also wie gesagt, ihr werdet mentale Gummistiefel brauchen. Es ist nicht leicht, sich selbst zu erkennen und es ist auch vor allen Dingen nicht leicht, wenn man sozusagen so Sachen gespiegelt bekommt, wo man dann noch sagen möchte, ja, aber. Ja, aber hat nichts gebracht, weil ja, aber hat dich in deine Lebensumstände gebracht. Es wird nicht bequem sein. Es gibt diesen Weg einfach nicht, ja, so. Und das muss man einfach lernen, musste ich auch lernen. Also meine besten Lehrer waren meine unbequemsten Lehrer. Die, die nicht nachgegeben haben, wenn ich in irgendeiner Ego-Lotte hing, so. Und die auch bereit waren, einfach der Böse zu sein. Das waren die besten Lehrer, so. Und die nicht eingeknickt sind. Das heißt, das werde ich jetzt versuchen für dich zu sein. Also der Meister, der die für mich waren, weil sie eben in ihrer Meisterschaft schon waren. Und hier in dieser Ausbildung geht es eben um Meisterschaft. Also die eigenen Dämonen zu erkennen und zu handeln. Genau.
Das ist so. Wir werden uns ein paar Sachen auch angucken, wie dir das eben auch in der Praxis sehr helfen kann. Also wie dir bestimmte Systematiken und Zusammenhänge zum Beispiel von Psychopathologie und somatisierter Pathologie, also körperlichen Krankheiten, also wie du das erkennen kannst, wie du zum Beispiel über Falten, Mimik und so weiter und so fort auch schon erkennen kannst, was derjenige erlebt hat, ja. Also, und wir machen aber nicht so ein Küchenzeug hier von wegen, wenn ich eine Lefze hochziehe, dann ist das Verachtung. Nee, nee, nicht unbedingt. Ja, und es ist immer die Frage, was verachtet man? Verachtet man wirklich den anderen oder nicht? Also, wir werden sehr drauf gucken, in welchem Zusammenhang stehen auch welche Mimiken, wann. Führt mich also ein Face-Reading vielleicht auch in die Irre, weil zum Beispiel, wenn ein Missbrauch sehr lange anhält, auch das Opfer, ja. Also die ehemals soziale und integere Persönlichkeit, die auf einen Täter getroffen hat, weil, wie gesagt, Täter nutzen eigentlich deine Güte aus, die nutzen nicht unbedingt deine Schwächen aus, sondern seine Stärken, ja. So, aber wenn der Missbrauch sehr, sehr lange anhält, zum Beispiel in Ehen sieht man das sehr viel, dann nimmt auch das Opfer die Züge des Täters an, so, weil es die Persönlichkeit des Täters annimmt. Es hat dann oft noch Züge seiner eigenen Persönlichkeit und da kommen dann bestimmte Moves raus. Also je besser man das einschätzen lernt, umso schneller ist man auch in der Praxis, ja. Wie man also sozusagen über also ein Lesen einer Proxemik auch, also oder einer Physiognomie. Das heißt also, wie steht die Person im Raum? Wie steht sie zu den anderen Personen? Welche Plätze sucht sie sich aus? Oder was weiß ich was, wo man einfach gucken kann, aha, ne, wie tickst du? Was sind deine Sachen? Aber auch deiner Physiognomie, also wie bist du gebaut? Was bringst du schon über deinen Lebensauftrag zum Beispiel mit? Ja, so. Das werden wir uns angucken, sozusagen, wie man das also quasi also schneller einfach auch Sachen einordnen kann. Und gleichzeitig werden wir aber auch gucken, wann das zum Problem werden kann, wenn man nämlich versucht, in selektive Wahrnehmung zu gehen. Deswegen geht die ganze Geschichte ein Jahr. Ich glaube nicht an diese Kurse, die da so, so groß sind und so schnell funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren. Und du wirst auch in einem Jahr mit Sicherheit kein Profiler werden. Und es ist auch keine Ausbildung zum Profiler. Es geht darum, dein Profil kennenzulernen und dich vor gefährlichen Persönlichkeiten zu schützen und gefährliche Persönlichkeiten in deinem Leben und in deiner Praxis schneller zu erkennen, besser Dynamiken und Rudeldynamiken einschätzen zu können, besser zu wissen, was du da tun kannst und wie du dich einfach vor psychischer Gewalt und fremder Übernahme sozusagen retten kannst, ja, und auch deine Praxis und dein Unternehmen retten kannst, weil das ist immer wieder das, also sehe ich auch, warum eben immer diese Gesundheitszentren zerbrechen, dass zum Beispiel also die Leute, die Leistungsträger sind und die zum Beispiel auch die Idee liefern oder auch Grundstöcke und die also quasi ganz essentiell für das Unternehmen sind, dass die dann immer unterwandert werden. Ich sag mal so, die eigentlichen Alpha-Tiere werden dann immer unterwandert in der spirituellen Szene von den Beta-Tieren und dann kommt immer dieses Folge nur der Freude. Ja, und die Leute, die also wirklich die Erdung noch haben und die geerdete Spiritualität haben, die werden dann so gut verdrängt von diesen Leuten, die Gehirne von den anderen quirlen, ja, so. Und die selber aber keine Leistungsträger sind. Also mir ist zweimal, nee, dreimal ist das passiert. Beim dritten Mal konnte ich es dann aufhalten, ja. Dass also mein Frauenkreis, mein Klientenkreis infiltriert wurde sozusagen von also Kollegen, mit denen ich eigentlich zusammenarbeiten wollte. Also war schon eine dolle Nummer, ja. Und also die sozusagen von mir ganz viel Kraft, Wissen und was weiß ich was und Sozialkontakte gezogen haben und dann aber, weil ich ja die Leute konfrontiere, weil es geht nicht ohne Konfrontation heil zu werden, ja, die das gemerkt haben und die ganz subtil immer schon Mäuschen gespielt haben und dann also so eine Good Cop, Bad Cop Geschichte. Ja, und dann mal so von hinten rum. Die Beatrice, meinst du denn, also geht es dir jetzt wirklich besser? Ja. Natürlich geht es dir nicht besser. Eine Therapie, die wirklich gut funktioniert, da geht es dir am Anfang erstmal schlechter. Also gerade so in den ersten paar Tagen nach jedem Gespräch. Das merkt ihr sicherlich auch nach den Videos, dass das immer mal rattert. Das heißt, du musst deine vorher pathologische Stabilität mit der Konfrontation durch die Beatrice verlassen. Es gibt eine kurzzeitige Instabilität, um die nächsthöhere Stabilität zu erreichen.
So. Und so ist es immer, wenn gute Therapie läuft. Aber wie gesagt, die Frau hat es sehr, sehr gut gemacht, weil die Frauen und also so von hinten rum so Zweifel reingestreut. Und das passiert in diesen ganzen, wirklich, also teilweise ganz tollen Heilungszentren, die das hätten werden können und die sich dann an solchen Sachen immer zerschlagen. Weil der Mob dann dafür sorgt, stimmt, der Weg von dem anderen ist ja viel, viel einfacher. Das ist ja viel, viel toller. Und der redet uns ja viel, viel mehr nach dem Mund. So, dass sie dann also die eigentliche Führungsperson raushauen, den eigentlichen Leistungsträger raushauen, ja. Oder der irgendwann von alleine geht, wenn er gut noch im Selbstschutz ist, weil man dann, wenn die Dynamik zu weit ist, kann man nichts mehr machen, ja. Da muss man auch gehen, da muss man wirklich sagen, okay, ich überlasse die Egos dann sich selbst, ja. Naja, also dann lass er einmal laufen. Und was immer wieder ersichtlich war, also bei Fällen, also die mir, also ob es in meiner Praxis war oder bei Fällen von Kollegen, was immer wieder passiert ist, deswegen sage ich auch, also ne, du darfst zu faul sein für Rache, warte aufs Karma, es passiert. Also es ist immer zerbrochen. Das heißt, die Laber-Heinis sozusagen, die zwar gut labern können, nur ansonsten nichts, können diese Gemeinschaft nicht wirklich halten, weil ihnen A, die Herzensgüte fehlt, ja, B, die Kampfkraft fehlt, ihnen fehlt die Menschlichkeit, könnte man sagen. Und das ist halt das Krasse. Sie können immer nur die Egos bezirzen und die Egos der anderen fallen dann drauf rein, ja, und dann zerfällt das Ganze aber auch. So. Naja. Also, von daher können wir die lassen, aber wie gesagt, sowas möchte ich euch also beibringen. Wie könnt ihr das auch sehen, ja, damit euch sowas nicht passiert? Wie könnt ihr da eingreifen? Und das, wir werden vielleicht auch mal die Frage diskutieren, sozusagen, ist die Zeit überhaupt schon reif? Ja, wie prüfe ich denn vorher schon Integrität von Persönlichkeiten ab, mit denen ich mich vielleicht in einer Kooperation selbstständig machen will? Deswegen zum Beispiel das ANA-Zentrum, also da mache ich auch gleich noch ein Video zu, siehst du, heute habe ich nochmal einen. Mache ich das jetzt gerade erstmal singulär, weil ich mir nach dem, was da zerschlagen wurde, echt Zeit nehme, Integrität von Persönlichkeiten abzuprüfen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. So einfach sage ich dann nicht mehr, ja, machen wir jetzt so. Das heißt, über jetzt die letzten anderthalb Jahre haben sich zwar Netzwerke im Hintergrund auch wieder neu geknüpft, aber wie gesagt, gut Ding will Weile haben und es braucht Zeit. Und wann und wie kann überhaupt eine Gemeinschaft funktionieren? Nur wenn es keine gegenseitigen Abhängigkeiten gibt. Das heißt, natürlich macht man eine Gemeinschaft ja auf miteinander sozusagen, weil man auch voneinander profitieren will. Natürlich, ja. Ob emotional, ob monetär oder was weiß ich was. Und da werden wir auch drauf schauen, okay, also wann, was sind denn die strukturellen Schwierigkeiten in diesen Unternehmen sozusagen, wann die dann toxisch werden? Also wann sind Abhängigkeiten zu weit gefasst auf der einen Seite und zu ungenau auf der anderen Seite zum Beispiel, ne? Wo braucht es Ökonomien oder auch Vertragssicherheiten, damit sowas überhaupt funktionieren kann? Auch wenn wir alle ganz spirituell sind und dem großen Geist vertrauen, aber wir wollen doch bitte nicht unseren logischen Menschenverstand verlieren, oder? So, genau. Also wenn dich das interessiert in irgendeiner Weise, dann ja, bewirb dich einfach, einfach sagen, warum, wieso, weshalb. Ich poste einfach den Text von der Ausbildung hier unter das Video und sage bis dann. Tschüss.